Moini, und da bin ich auch schon wieder in dem Tenakt Oseram Rebellenlager. Nahtlos gehen wir hier weiter. Ich wollte das nur nicht so eskalieren lassen hier. Zeittechnisch. Und ey Leute, Die die Rebellen haben durchsucht immer so fleißig langsam, Waffen ne? und Rüstungen geschmiedet. Ja, zum Rüstungsschmieden sind die Oseram natürlich auch richtig gut. Die hier geholfen haben. Hier irgendwo, ich habe das noch nicht komplett leer geräumt, irgendwo sitzt noch einer mit seiner Waffe in der Ecke und freut sich einen Keks. Also ich bin irgendwie noch nicht fertig, aber ich weiß gerade nicht wo. Ich sehe hier niemanden mehr. Aber der gibt auch keinen Mucks von sich, also keine Ahnung. Irgendwann werden wir ihn schon finden. So. Aha. Es hat leider so geheilt, dass ich nicht weiß, wo sie war. Keine Ahnung. Wie das rauscht. Die wird mich schon finden. Ich stolziere hier mal einfach durch die Gegend. Dann wird schon irgendjemand auf mich schießen. Hier ist noch ein Gefangener, den muss ich noch mal befreien. Aber es geht natürlich erst, wenn wir alle niedergemacht haben. So, zerstöre die Waffenlager, durchsuche die Kommandozentrale. Ja, gerne. Da! Nee, das ist der. Oh. Aua. Das ist der arme. Hier sind Lohefässer. Das Todbringer. nehme ich mit. Na toll. Das wäre richtig schön gewesen. Mal wieder viel zu spät gefunden. Dann machen wir hier doch mal ein bisschen Krach. Geschafft. Geschafft? Geschafft war es, geschafft. Keinem mehr. Wo noch? Da hätte ich mit Gift drauf schießen müssen jetzt eigentlich. Aber ich glaube, so ist es auch ganz witzig. So kann ich es nämlich noch einsammeln. Hehehe. Keine Ahnung, aber da kann ich mich hochziehen und kann ich mal die Brücke runterlassen. Na? Okay, das macht die nur kaputt. So, Brücke runterlassen. Ja. Ja. Das hat Eindruck hinterlassen. Ja. Da hat mich auch jemand entdeckt, irgendwo. Also diese eine Person, die hier noch irgendwo lauert, ne? Kann die sich mal bitte zeigen? Du bist hier einsam und verlassen. Hier war doch noch ein Lager gerade, was ich zerstören durfte.
Also ich fühle mich ein bisschen lost und die Musik hilft mir gar nicht. Die ist nämlich ein bisschen so eindringlich. Da ist nochmal ein Lager. Du kannst es einfach nicht lassen, hä? Da! Hallo. Dann lauf, das kannst du doch. Ich brauche Hilfe. Hilfe? Von wem sind alle tot? Blockiert wäre witzig, ne? Upsa. So. Das war doch die letzte jetzt. Da unten. Nee, mit Feuer. Das hat geklappt. Die Musik ist immer noch dramatisch ohne Ende. Den muss ich noch befreien gleich. Da oben ist noch mal ein Lager. Ich würde es gerne markieren. Geht nicht. Hallo. Hallo, du. Da hoch. Wie komme ich da jetzt hoch? Mit der Leiter wieder. Ups. Hallo. Metallbiss. Oh ja, das hat mir vorhin noch gefehlt. Zack, 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 zack. Jetzt kann sie schneller hochrennen, ne? Da unten. Das dürften alle gewesen sein. Klasse. Mal sehen, was sie in dieser Kommandozentrale vorhatten. Also das haben wir schon durchsucht. Nee, da rechts daneben. Das. Ah, okay. Schriftrolle. Eine Karte. Mit Versorgungslinien zu diversen Außenposten. Ich hatte also recht. Hier wird alles geschmiedet und dann zu den Rebellentruppen geschickt. Ui, so schnell wird hier keine mehr. Ausrüstung mehr verschickt. Die Rebellen müssen andere Quellen auftun. Hey. Das hat sehr lange gedauert, länger als ich gedacht habe. Aber dafür haben wir hier jetzt eine Kiste für mich. Alle Kategorien auffüllen. Vielen Dank. So, da unten. Ach ja, und wir müssen den einen Tenakt noch befreien. Hast du ein Glück gehabt, Schweinchen? Schön geleiten. So, nee, hier war der gar nicht. Hier. Zellentür aufbrechen. So, mein Freund. Die Streiterbezwingerin. Bist du hier, um diese Verräter zu töten? Ich will helfen. Geht's dir gut? Ich werde wieder kämpfen können. Mögen die Zehn mit dir sein. Dankeschön, bitteschön, gern geschehen. So, dann haben wir das doch. Können wir hier auch einmal rüberlaufen. Da liegt noch einer. Oh, da unten ist sogar noch jemand auf einem Reittier. Na, der wird sich wundern. Oh, es sind noch ein paar. Gut, Freunde. Wie wäre es mit ein bisschen Feuer? Oder gibt es hier irgendwas anderes, was ich in die Luft jagen könnte noch in der Nähe? Nö. Oh, die sind echt weit weg, ne? Sieh's hier! Komm schon, komm schon! Hm.
Ich habe halt die bessere Position hier. Dann du. Erste niedergeschlagen und du steckst irgendwie fest. Was tut ihr da? Das war gut. So. Boah, der ist weggerollt. Ich will den Reittieren gar nicht unbedingt was tun. Aber wenn die brennen, brennen die anderen auch, oder? Ihr könnt auch mit dreien hier auf einmal schießen. Oh, daneben schießen geht natürlich auch. So. Das war's. So, dann machen wir noch mal die Ichis. Dauert ja ewig. Ich habe das Gefühl, ich brauche bessere Rüstung. Mutstoß brauche ich jetzt auch nicht mehr aktivieren. Kannst du da nicht so rumreiten? Das ist schwierig, dich zu treffen, so. Dann nehme ich den hier. Der ist ja fast wieder heile. Hast du einen Trank genommen, einfach? Den sollst du für mich übrig lassen, wenn du tot bist. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, okay. Versuchen wir es nochmal mit Feuer. Ist zu weit weg dafür. Ne, klappt. Ja, sehr gut niedergerissen. Wir müssen Feuerschutz haben! Direkt durch die Rüstung! Das sollte helfen! Huhuhu, der ist explodiert, das tat weh. Sie kriecht. Auf die Lohebehälter hier schießen, ne? Mit Feuer. Ja, das löst eine Kettenreaktion aus. Das ist richtig gut. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. So. Dann haben wir es doch. Also sind die Söhne des Prometheus hinter den Kaja und der Garde her. Ich muss mehr über ihre Operationen herausfinden und sie aufhalten. Die Garde ist Erens Einheit. Ich sollte das mit ihm besprechen. Oh ja. Das könnte spannend werden. Aber erstmal looten wir weiter. Das war jetzt ja schon wieder so eine Materialschlacht hier. Krass. Eine violette... was hat er dabei? Ein Fisch. Ein Skorpion. Da ist noch eine Kiste. Langbein. Okay, nehmen wir. Muss ich ihn rausbegleiten? Oder ist er der Gefangene, den ich schon befreit habe? Oder ist er ein neuer Gefangener? Aber eigentlich dürfte er nicht mehr Gefangener heißen, sondern Freigelassener. Wo ist er hin? Dort. Ja, der steht da, wartet auf Abholung. Ich muss mich kurz ausruhen. Ach so, na gut, dann mach das doch mal.
Bam, bam. Gut, dann haben wir alles gelootet auch. Alle getötet, alles gelootet. Und dann müssen wir mal mit Eren sprechen, was das hier soll. So. Nee, das ist die Hauptquest wieder. Nebenquest. Marsch eines Soldaten. Ach, das mit Moorland vielleicht wieder. Das fände ich ganz schön. Nochmal ein bisschen in Las Vegas rumstratzen. Nahkampfplatz könnten wir eigentlich auch mal machen. Was haltet ihr davon? Soll ich die lieber alleine machen? Eigentlich wollte ich ja alles hochladen, was ich mache. Ungeschnitten. Es sind so viele Rebellen, Außenposten. Puh. Ich mach den noch. Den Rebellen, Außenposten. Wir reisen da jetzt eben schnell hin. Wir sind ja neu aufgefüllt schon. Speichern schnell. Ja. Wo ist der? Hier. Und ich kann dann dahin oder... Nee, das ist unbekannt. Hier hinreisen. Ach, das war bei dem Wettrennen, was ich antreten konnte. Das ist doch auch spannend. Ach, so viele Quests noch offen. Da ist wieder Eichhörnchen Aloy. Wer hat meine Nüsse geklaut? So, ich will das Rebellenlager da oben überfallen. So, und ich möchte so einen Trank nochmal herstellen. Nicht genügend Platz im Trankbeutel. Ja, praktisch. Die sammle ich so gut wie nie, ne? Das Reinholz. So, und diesmal versuchen wir es mal ein bisschen leiser. Noch eine Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Ich sollte den Anführer erledigen. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht leise hin. Die haben ja hier einen richtigen Wall. Müsste ich mich von hinten irgendwo reinschleichen. Ich guck mal, ob ich von da oben irgendwie runter kann. Bei dem einen konnte ich ja auch durch irgendwas durchtauchen, durch so eine Höhle durchtauchen, um dann von da in das Lager zu kommen. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Wir halten das Schmiedefeuer stark. Nicht wie diese Stiefellecker in Meridian. Aha, Söhne des Prometheus schon wieder. Dann kullern wir uns da mal rüber. So. Und dann machen wir hier einen nach dem anderen fertig. Und? Versteckt sich die Fremde da draußen? Das muss der Anführer des Außenpostens sein. Er scheint die beste Ausrüstung zu haben. Was passiert? Tot. Tot. Ja, so sieht's aus. Ich bin hier ganz allein. Sieht das jemand? Vielleicht ist das. So, hat das gleich was. Ich weiß nicht. Feind! Okay, ich glaube, jetzt haben sie mich gesehen. Ich guck mal da hoch eben. Da oben! Da! Sie will fliehen! Nee, ich will gar nicht fliehen. Ich will schauen. Kannst du hier mal irgendwie nicht festbacken? Ja! Wenn du runterfällst, dann ist auch recht. Aua. Ja, sie muss ein bisschen damit leben, kurz, dass sie brennt. So. Mach ich mal kleine Angriffe am besten. Aua. Na komm schon, gib mir deine Waffe. Schade. Wo bist du da? Was? Von wo kam das? Ich hatte volle Gesundheit.
Der hat mich einfach überstürmt, der Stürmer, ne? Ups, wo bin ich jetzt hier? Also hier habe ich nicht gespeichert. Gut, dann müssen wir es doch irgendwie langsamer noch angehen. Ich hörte, dass Sie hier sind. Um Sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. So. Da, den haben die überbrückt. Kann ich den nicht auch überbrücken? Ein Verwüster. Die Kanone könnte ich gut gebrauchen. Nee. Ja. Und dalle. Es ist dieser Fremde. Du bist die Fremde. Aua. Oh, das war voll daneben. Kannst du kurz warten, bis ich dich getroffen habe damit? Wow, ja, der macht mich völlig fertig. Das ist ja krass. Mit seinem Plasmaschaden, oder? Krass. So, hier, nimm das mal. Dann brauche ich eigentlich nur noch den hier. So. Kannst du mal deine Kanone hier fallen lassen? Die wäre mir sehr lieb. Autsch. So, jetzt hab ich doch gar nichts mehr still und heimlich gemacht, ne? So. Und liegt die Verwüsterkanone da irgendwo? Rebellensäuredornrücken? Nee. Aber die kann ich noch abschießen. Oder? Na komm schon. Ja! Verwüsterkanone. Die leih ich mir aus! Und flüchten, hä? Wie's Feiglinge machen. Hö. Also, ich laufe hier mit einem riesigen Gewehr durch die Gegend. Du wirst für meinen schnellen Tod betteln. Nimm. Ich glaube nicht. So. Dann gehe ich mal langsam und gemütlich durch den Eingang. Das gefällt mir ganz gut. Die halten hier gar nicht Wache. Das ist nett. Hallo, Ibims. Ich dachte, sie wäre hier drüben. Allmählich regst du mich auf, Fremde. Tja, ihr regt mich auch auf. Wir sollten nicht in Fallen laufen, die sie vielleicht gelegt hat. Hier ist auch nichts. Da oben rennen die hin. Was ist mit ihm da oben? Nicht mehr lange, dann hab ich dich. Wie ist sie verschwunden? Oh. Verschwunden. Mal sehen, ob ich wieder einige dieser Marken finden kann. Ich suche, okay? Ich hab sie doch hier gesehen. Die Waffe ist leer. Dann nehme ich mir die nächste. Die ist hier nämlich zufälligerweise untergefallen. Darüber. Was ist das? Okay, das muss ich anders machen. Wie ist das? Öffne das Feuer. Die hat anders funktioniert. Wo ist die hin? Hier. Inferno. Ah, okay.
Okay, cool. Dann mal in die Höhe hier. Jo. Richtig frech. Wo noch? Ich kann noch. Davon gehe ich aus, Aloy. Die sind leider rausgerannt, oder? Was? Wo? Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Einmal. Also, das hier sowieso. Und dann stellen wir uns hier oben hin in die schöne Sonne. Und machen mal zusammen hier ein Foto von dem Inferno-Gewehr. So. So. Fotomodus. In der Sonne. Schön, oder? Papa, papa. Das ist doch wundervoll hier. Zack. Foto gemacht. Oh, und das ist auch gut. Das ist aber auch ein Gewehr, ne? Hammer. Ich mach's kurz, wenn du dich zeigst. Ich mach's auch kurz. Oh. Ist die Waffe leer oder habe ich die aus Versehen fallen lassen? Oh, die ist leer. Na gut. Brauche ein bisschen mehr Power. Hm, einen habe ich noch. Das Gebiet sollte sicher sein. Stark. Gut, dass wir das Foto noch vorher gemacht haben. Das Gebiet sollte sicher sein. Coolio, coolio. Hier hätte ich auch hochklettern können. Hm. Nö. Das hat Spaß gemacht mit den Gewehren. Söhne des Prometheus-Agenten. Die haben gar nicht so viel Loot hinterlassen, oder? Er da oben vielleicht? Oh ja, er ist Violett. Sehen die Identifikationsmarken aus. Ich weiß, dass Tenakt-Soldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Wir haben ja schon so ein paar gefunden. So ist es leicht. So. Aber hier gibt es gar nicht so viel Loot mehr, oder? Nee. Beim anderen haben wir dafür aber richtig abgesahnt. Cool, cool. So. Und dann mache ich jetzt auch schon wieder Pause. Danke fürs Zugucken beim vielen Rumgeschieße hier. Ich hoffe, dass euch die Balance auch ganz gut gefällt. Zwischen nach der Hauptquest habe ich immer Lust, ein Rebellenlager zu überfallen. Das habe ich nach der letzten Hauptquest, glaube ich, auch gemacht. Wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.